Paderborn 07 hier. Die Mannschaft, von der man vor der Saison gesagt hat, hey, Absteiger Nummer 1. Und jetzt passt gut auf. Sie sind auf Platz 6. Es sind, glaube ich, nur 3 Punkte bis zur Relegation und in damit verbundenem Relegationsspiel für die erste Bundesliga. Und die Auswärtstabelle sagt, vorne Frankfurt und dann SC Paderborn. Und jetzt ein Riesenapplaus für Nico Burchardt und Ines Alushi. Kommt ihr? Ines, grüß dich. Hallo Nico. Und wir werden uns gleich da vorne hinsetzen und natürlich auch noch ein paar Frage-Antwort-Spiele machen und Autogrammkarten ausfüllen. Aber wenn wir euch hier haben, dann müssen wir einmal schießen. Und ich schieße mit. Und eins habe ich euch voraus, glaube ich. Ich habe, schätze ich, mehr Knieoperationen. Also, fangen wir mal an. Wer fängt an? Nico, du bist eigentlich Torwart. Aber Punkt genau. 3 unten und dann 3 oben. Also jetzt, ihr kennt das Spielchen. Runtergehen, anfeuern. Oh. Wir warten. Wir warten. Ein Profi muss sich vorbereiten. Okay. So, seid ihr soweit? Oh. Er schießt immer noch nicht. So. Jetzt kommt der Erste und... Ah. Also ihr kennt das. Wenn er trifft, möchte ich von euch hören. Ah. Geht er daneben? Oh. Okay, wir üben das einmal. Ah. Oh. Okay, Schuss Nummer 2. Nico Burchardt. Oh. Ines, was hältst du von den Fußballkünsten? Ja, ich glaube, der Nico ist nicht an den Ball gewöhnt. Wir haben einen anderen, deswegen. Ah, er macht da mehr mit den Händen und hält die Dinger. Hey, super. Ines, bitte, jetzt du. Nico hat einmal getroffen. Ich bin schon ganz nervös. Ah, ihr kennt das. Oh, und ah, okay. So, Schuss Nummer 2, Ines Alushi. Oh. Aber lieber hier nicht treffen und dafür den Rest immer Samstag für Samstag bezwingen. Hey! Oh Mann, beide ein Treffer und ich muss auch noch. Oh, 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 oh. Christian! Ja genau, feuert mich mal an hier. So. Ich höre euch nicht buh. Macht nicht buh. Ich bin ganz traurig. Aber gegen euch darf ich auch verlieren, glaube ich. So, jetzt kommt der Zweite. Hey! Ah, ich habe noch einen. Wo ist er? So, 1, 1, 1. Jetzt stellt euch mal vor, den haue ich noch rein. Das wäre ja der Hammer. So. Mehr, ich will mehr hören. Ah. Nico, du bist dran. So, dreimal oben. Könnt ihr so ein Stück zur Seite gehen? Stechen, dritte Runde. So, sehr gut. Ich bin nervös, ich bin wirklich nervös. Aber man muss auch mit Druck fertig werden. Ja, 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 ja. Ist der Hammer. Sie haben ja wirklich Zeit, es tut mir leid, wir wollen das nicht. So, es geht weiter. In die erste Mitte gehen. Ui. Also wenn der jetzt nicht reingeht, unentschieden, okay? Dann machen wir nächstes Jahr ein Rückspiel. Jetzt stellt euch das mal vor, der geht rein. Das wär, der kommt heute Nacht nicht in Schlaf dann. So, also. Aber jetzt mal kein Buch, komm, ein bisschen Motivation. Der Hammer! Ich bin sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Jetzt mit den letzten 3 Siegen in Folge haben wir uns eine gute Basis geschaffen für das Ziel, das wir haben. Das ist der Klassenerhalt immer noch, obwohl wir jetzt schon 18 Punkte haben. Ich glaube, wenn wir auf diesem Niveau bleiben, dann schaffen wir das auch relativ schnell, das Ziel zu erreichen. Und dann schauen wir mal, was danach noch kommt. Du bist ja mittlerweile schon einige Jahre in Paderborn. Dieses Jahr kamen ja auch einige Neue, die haben sich super integriert in den Kader. Glaubst du, dass die Neuen, wenn wir mal an Nick denken, schon echte Spitzen der Mannschaft sind?
Ja, natürlich, wir profitieren von diesen Neuzugängen. Die sind wirklich sehr, sehr gut eingeschlagen. Vor allem Nick Poschwitz oder auch Tom Wertes, der jetzt in der Abwehr spielt. Wir haben da sehr gute Qualität dazu gewonnen, aber das macht uns stark, ja. Bist du in Paderborn mittlerweile so angekommen, dass du sagst, es ist ein Verein, wo ich mich wohlfühle? Ich meine, ich gehe jetzt in die vierte Saison beim SC Paderborn und das spricht ja auch eigentlich schon dafür, dass ich mich wohlfühle. Mein Vertrag läuft im Sommer aus und ja, wir werden schauen, was dann weitergeht. Also wir hoffen, dass uns Enisa Lutsche in Paderborn noch lange erhalten bleibt. Und jetzt, wir sind so viele kleine Fans, jetzt lasse ich euch mal allein mit euren Stars. Ich habe eben gehört, den kenne ich. Auf der Playstation habe ich den auch. Also jetzt viel Spaß bei der Autogrammstunde und kommen Sie einfach näher. Und nachher informieren wir Sie natürlich auch gerne über Energie zu Hause. Es wird bald kalt und dann brauchen Sie wieder Öl oder Erdgas. Und bei Keck Energy Service ist das richtig günstig. Bis gleich. Erkennen, wie es hat den Spiel. Hannover, die Niedersachsen, und die haben sich super gehalten in der letzten Saison. Dieses Jahr europäisch unterwegs. Meinst du, ihr werdet dieses Jahr sogar Meister? Ja. Okay, also Lea, du hast jetzt auch 6 Schuss. 3 unten, 3 oben und feuert sie mit an, bevor du anfängst. Ihr kennt das gerade. Hände nach vorn. Macht mal alle die Hände nach vorn. Und jetzt. Oh. Und jetzt geht's los, Lea.